Die Konsumentenverhaltensforschung versucht, Fragen nach dem Warum und dem Wie des Käuferverhaltens zu beantworten. Hierbei wird das Ziel verfolgt, das Verhalten des Konsumenten zu verstehen und auch zu erklären. Ein weiteres Ziel der Konsumentenverhaltensforschung ist die Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Beeinflussung des Konsumentenverhaltens. Aber was verstehen wir überhaupt unter dem Konsumentenverhalten? Unter dem Konsumentenverhalten wird das menschliche Verhalten beim Kauf und Konsum von wirtschaftlichen Gütern verstanden. Und das Konsumentenverhalten kann hierbei im engeren und im weiteren Sinne betrachtet werden. Unter dem Konsumentenverhalten im engeren Sinn verstehen wir das beobachtbare Äußere sowie das nicht beobachtbare innere Verhalten eines Menschen. Und im Unterschied hierzu berücksichtigt das Konsumentenverhalten im weiteren Sinne nicht nur materielle, sondern eben auch immaterielle Güter. Eine weitere Unterteilung des Konsumentenverhaltens kann vorgenommen werden in das organisationale und das individuelle Konsumentenverhalten. Beim organisationalen Konsumentenverhalten wird das Konsumentenverhalten von extern beeinflusst, wohingegen das individuelle Konsumentenverhalten auf das Individuum zurückzuführen ist. Sehen wir uns hierzu zum besseren Verständnis ein Beispiel an. Ein Freund von Ihnen besucht das Festival Rock im Park und trinkt dort jede Menge Alkohol. Jetzt stellt sich die Frage, trinkt Ihr Freund jede Menge Alkohol, weil er beim Festival Rock im Park ist oder weil er grundsätzlich gerne und häufiger jede Menge Alkohol trinkt? Trinkt Ihr Freund normalerweise kaum Alkohol, so kann hier vom organisationalen Konsumentenverhalten gesprochen werden und das Verhalten ist auf das Festival Rock im Park zurückzuführen. Trinkt Ihr Freund jedoch generell gerne jede Menge Alkohol, so kann vom individuellen Konsumentenverhalten gesprochen werden.